Sonntag, guten Morgen, ein neues Video von mir. Ich freue mich, vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare. Ich sitze jetzt wahrscheinlich selber am Rechner und schaue mir das Video auch an und trinke dann meinen Kaffee, wenn er denn schon fertig ist, und lese eure Kommentare. Also vielen, vielen Dank dafür. Und heute geht es um Blumen. Also Blumen inspirieren einfach auf vielfältige Weise und du kannst sie komplett abstrakt einbringen, sodass niemand erkennt, dass es jemals eine Blume war. Oder aber auch so wie hier jetzt, dass man tatsächlich auch noch eine Blume erkennt, aber im Prinzip ja auch nur durch das Gesamtspiel. Denn wenn du jetzt nah an die Blüte rangehst, dann erkennst du das gar nicht unbedingt. Also es geht darum, wieder auch ums Loslassen natürlich und nicht so ins Detail zu gehen. Also viel Spaß heute mit dem Video und einen ganz schönen Sonntag jetzt schon mal. Ich habe hier meine Palette und da habe ich zwei Farbtöne drin, wie du siehst. Also ein Sienna und ein dunkles Braun. Und das verteilst du jetzt auf der Fläche. Mal kommt der dunkle Farbton auf den Pinsel und mal der hellere, der Sienna-Farbton. Und das ist gut. Also es ist wie immer, hab einfach Spaß, trag hier die Farbtöne auf. Du darfst die Pinselstriche sichtbar lassen. Es muss nicht ordentlich sein. Du kannst sie so ineinander ziehen, aber durchaus soll es auch hier und da mal der eine Farbton bleiben und mal der andere. Also es soll nicht so perfekt sein. Das ist eben gerade das Schöne an dem Bild. Noch mal von nahen zeigen. Auch meine Palette hier, schau mal, ich habe hier einfach ein paar Grüntöne zusammengemischt und ein bisschen Weiß dazugegeben und die soll jetzt auf das Braun. Hier meine Handwaschbürste, die kannst du toll benutzen. Also eine Handwaschbürste eignet sich jetzt hervorragend für einen schnellen Farbauftrag auf die trockene Farbe. Ich ziehe das hier noch mal ein bisschen rüber. So, und jetzt nehme ich einfach die Farbe auf damit und gehe damit auf die trockene Fläche. Los geht's, die Freude ist groß, schau dir das an, ist das nicht schön? Also ja, ich bin immer wieder begeistert, was für ein Farbkontrast. Und diese Linien, hier ist ein kleiner Fussel, den nehme ich nochmal runter. Und da kannst du auch runterziehen natürlich die Farbe, also quer und senkrecht einfach das Werkzeug ziehen. Jetzt habe ich aber so viel Farbe auf dem Pinsel, deswegen verstreiche ich hier erstmal nochmal mit dem Pinsel die Farbe und dann gehe ich mit der Bürste hinterher. Jetzt, wie auch in dem anderen Video, wie ich dir das da so schön schon erklärt habe, ziehst du jetzt die Linien in die nasse Farbe. Und ich meine, da habe ich dir auch die Alternativen schon erklärt. Also jetzt in die nasse Farbe die Linien ziehen. Und das kannst du eben auch gut mit einem dünnen Stift machen. Jetzt kommt mein anderes Werkzeug. Wo ist es? Natürlich direkt vor der Nase. Jetzt kannst du damit toll die Linien nochmal nachziehen. Das ist absolut perfekt dafür. Ich schreibe dir das auch nochmal unter das Video und pack das da in diese Liste mit hinein. Und das funktioniert halt total gut. Thank you.
Du brauchst nicht viel Farbe. Also mach dir einfach ein paar kleine Farbkleckschen auf irgendeiner Unterlage. Da eignet sich natürlich auch immer gut der Eisbecherdeckel, wie du den ja so oft siehst. Aber du kannst es auch so machen. Also misch jetzt einfach auf dieser Palette ein paar weitere Farbtöne. Und ja, ich schreibe dir die Farbtöne auch nochmal in die Liste. Und dann hast du schöne Blumenblätterfarben, die du drauf gibst. Hier habe ich gerade gearbeitet. Du siehst hier meine kleine Palette, ganz unkompliziert, das Palettenmesser. Damit kannst du mal die Farbe auch wieder einfach so wegnehmen und damit unterbrichst du die Fläche und unterbrichst die Blüte mal oder setzt mit der Flasche mal ein paar Punkte einfach drauf. Also möglichst sich selber ja, zurücknehmen und gar nicht so auf das Detail achten. Vielen Dank für dein Abo, falls du noch keins hast. Danke für dein Like auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geh ans Malen. Los, hab viel Spaß dabei und einen schönen Sonntag. Natürlich auch einen guten Start in die neue Woche damit. Tschüss! Ja, beim Malen sind mir so viele Sachen eingefallen. Aber ich glaube, im Video sind schon viele, viele Tipps drin. Und deshalb guckt ihr heute vielleicht eher nochmal die Seite 20 und 21 an. Da habe ich was zu den Pinseln geschrieben. Also ja, schau auch nochmal unter das Video einfach. Da habe ich auch nochmal was geschrieben. In der englischen Version ist immer alles zwei Seiten weiter. Also einen schönen Sonntag. Tschüss!